auf dem Weg nach Belgien, Brüssel. Was habt ihr dazu zu sagen? Warte. Wir haben den Assi-Look aufgezogen. Also ich meine, ich habe es versucht. Er kann's. Er kann's. Pass auf. Ist ja Fetisch-Party, da habe ich mir gedacht. Hallo. Heute geht's hier richtig ab in Brüssel, Alter. Ist das heute? Brüssel. Schön in Rüssel rein in Brüssel. Ne? Wirklich willkommen zu Opisede 451. Ich hab nie gemerkt, wie man 42. Mit besten Grüßen aus der Türkei. Moment, Belgien ist von Dänemark. Ja. Du kriegst so, also übrigens, Mertens, du hast hier die Tour verwechselt. Das sind hier weder die Backstreet Boys noch NSYNC, noch sind wir eine Fußball- oder Football- oder sonst was Mannschaft. Ach so. Rock, Rockmusik. Ich dachte, wir sind hier bei Scooter. Bank ist richtig hardcore. Sucht eine Freundin, die noch viel mehr hardcore ist. Bank ist 14 Jahre, aber ist untenrum schon ganz ausgewachsen. Ihr kleinen Schnurzelpurzels. Hallo, hallo, hallo. Was? Super. Ich glaube, der Toilettendings, da ist nicht zu. Immer wenn da jemand Pipi macht, macht es das immer plitscherdi-plitsch. Plitscherdi-plitsch? Ja. Also, schniebeldi-bub. Ah, meinst du Flatteridat? Das meine ich. Da war Bang Bang zu Afterlife. Steven. Und das Gute ist, Steven versteht nicht so wirklich Deutsch. Das heißt, man kann auch alles so über ihn sagen und erzählen, was wir so gemacht haben mit ihm die ganze Nacht, den ganzen Tag. Gebumst? Ne? Zur DJ. Ja, oder? Ja. War geil letzte Nacht, oder? Ja. Das ist Belgien. Da riecht es generell nach Furz. Nee! Große Glocken. Oh Gott. Dein Eindruck von Brüssel bis jetzt? Ist wie New York. Häuser, Autos, Straßen, Luft. Geil. Zwei Schwergewichter hier heute nebeneinander. Weltmeister im Fliegengesicht. Irgendjemand meinte heute, es seien hier irgendwie unter jedem Stein, wenn man ihn anhebt, Kinderleichen zu graben. Das widerlege ich. Ja, ich schieß ja nicht mal mich. Bangt! Ich bin kaputt, aber es war geil.
vibrierende Kaffee. Das ist wie Jurassic Park, wo der Dinosaurier mal näher kommt. Wie war es für dich? Schön. Ich sehe dich das erste Mal ohne Brille nicht beim Sex. Oh, ich dachte, da war ja Polizei.